Kutan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kutan Immobilien. Viele Tore und unterhaltsame Spiele gab es am Sonntag, den 18. Januar, bei der 34. Ausgabe der Ludwigshafener Stadtmeisterschaften im Hallenfußball in der Friedrich-Ebert-Halle. Vor ausverkauftem Haus setzte sich im Finale der Ludwigshafener SC gegen die Arminia Ludwigshafen in einem spannenden Spiel mit 2:1 durch und sicherte sich so erstmals den Titel des prestigeträchtigen Hallenturniers, bei dem 16 Ludwigshafener Fußballvereine gegeneinander antraten. Zweiter wurde demnach die Arminia vor dem SV Südwest und dem BSC Oppau. Im Finale ging zunächst die Arminia mit 1:0 durch ein Tor von Tim Amberger in Führung. Nach 6 Minuten konnte der LSC dank eines Eigentores von Steffen Burkhardt ausgleichen. Danach lief es fast schon auf eine Verlängerung hinaus, ehe Ozan Kolçak 2 Sekunden vor dem Ende mit einem sehenswerten Schuss den Finalsieg für seinen LSC sicherte, der sich damit zum ersten Mal als Ludwigshafener Hallenmeister feiern konnte. Das Turnier war anstrengend, wir haben alles gegeben und wir sind überglücklich. Wir feiern auch mit der Mannschaft natürlich, dass wir den Sieg genommen haben, und das ist das Einzige, was zählt, die Mannschaft, und ja. Im Spiel um Platz 3 besiegte der im Halbfinale gegen die Arminia Ludwigshafen noch deutlich mit 5:1 unterlegene SV Südwest den durch einen 7:6 Elfmeterkrimi gegen den LSC im Halbfinale unterlegenen BSC Oppau und belegte somit den 3. Platz. Auch hier war es ein enger Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften. Der SV Südwest ging durch Jörg Kobert mit 1:0 in Führung, Alex Lindemann glich wenige Minuten später für den BSC erstmals aus. Es folgte die erneute Führung für den SV Südwest durch Gulas Agirios und der erneute Ausgleich durch Christian Schmalenberger. Die Entscheidung fiel auch im Kleinfinale erst sehr spät zugunsten des SV Südwest, wenige Sekunden vor dem Ende durch Senja Kocz. Am Ende war die Freude beim LSC über den Titel riesengroß und man hofft, den Triumph als Ansporn für die kommende Rückrunde in der Verbandsliga mitnehmen zu können. Ja, ich meine, wir gehen jetzt auch motiviert in die Runde rein, klar, weil wir hier auch gewonnen haben. Wir sind glücklich drüber, auf jeden Fall, werden noch ein bisschen feiern und ja. Neben der Siegerehrung für die erst- bis viertplatzierten Mannschaften wurde auch der TV Edigheim als fairstes Team ausgezeichnet. Zum besten Torhüter wurde Malcolm Little vom LSC und zum besten Feldspieler trotz des Eigentors im Finale Steffen Burkhardt von der Arminia gewählt. Bester Torschütze des Turniers wurde Berkan Celik vom ESV Ludwigshafen mit 6 Treffern. Insgesamt zogen die Verantwortlichen ein positives Fazit des Turniers. Es war ein tolles Turnier hier, auch dank der 4 Schiedsrichter. Gratulation auch an die Referees und nochmal herzlichen Dank für die sehr gute Leistung heute, aber auch der Dank an die Teams. Es gab viele Favoritenschrecks heute, aber es war ein sehr, sehr faires Turnier, eines der fairsten, die ich bisher hier gesehen habe, mit einem spannenden Halbfinale und einem spannenden Endspiel. Und ich denke, die ausverkaufte Halle ist absolut auf ihre Kosten gekommen. Es war ein Feiertag für Fußballfreunde. Welchen Stellenwert hat das Hallenturnier in der Sportlandschaft von Ludwigshafen? Es ist die erste Großveranstaltung jeweils im neuen Jahr und man hat es heute gesehen. Parkplatz voll, Halle voll, Begeisterung. Ja. Es ist eine Tradition, die wir mit Sicherheit fortsetzen werden.